Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Video. Das letzte Video übrigens, da gab es kein technisches Problem, weil ich habe ein paar Kommentare darunter gelesen. Also von meiner Seite war da keins. Das war von YouTube ein Problem gewesen. Also wenn das jetzt anschaltet, das Video, das hat 1080p wie immer und auch Ton. Ist wirklich Ton bei. Also das war ein YouTube-Problem beim Rendern gewesen. Da müsst ihr, keine Ahnung, was YouTube da gemacht hat. Also das Video ist auf jeden Fall in Ordnung. Also wenn ihr nochmal reinschalten wollt, das kann man auf jeden Fall anschauen. Das ist nicht 360p und ohne Ton. Das war wirklich ein YouTube-Dingy. So, was machen wir denn Schönes? Rhino. Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Macht auch keiner mehr. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal wirklich ein Rhino-Dings gesehen habe. Wobei gestern im Video sieht man Rhinos, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Gegner Giant. Also Rhinos klappen immer noch am besten, wenn der Gegner einfach ins Gesicht springt. Ja, die werden gleichmäßig aufgestellt, das heißt, egal wo ich die hinstelle, die werden sterben. Also Modelltanken mit denen ist, glaube ich, nicht. Von daher lasse ich die mal von hinten kommen. Wo man schon dieses Ding immer nutzen will, aber ich glaube, ich mache das mal von hinten. Also ich weiß ja, dass die sonst gerade in die Arclights laufen, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl das zu weit hinten wieder wäre. Das ist zu weit hinten. Will, dass die Panzer mit denen rumspielen und dann kommt der Rest da rein. Ich will nämlich auch von den Seiten und von überall her mit den Rhinos reinkommen. Das wäre die Idee. Und jetzt natürlich noch die Luftabwehr, um die Flugviecher runterzuholen. Sollte man, glaube ich, nicht ignorieren. So. Nächste Runde werden Satelliten verteilt. Hat geklappt. Aber das, ja, klappt auch nur eine Runde. Aber von Runde zu Runde, da muss man nächste Runde ein anderes Problem für den Gegner schaffen. Ja, 25 getötet. Der in der Mitte hat ihn einfach aufgesaugt. Aber der Rest der Crawler ist jetzt durch und tankt. Aber wenn er jetzt gleich Satelliten spielt, also in den ersten Runden nehme ich das einfach mal hin. In den späteren Runden würde ich dann Dings machen. So ein Gatling-Dingi dahinstellen. Könnte man natürlich auch einen retten und umstellen, wenn man wollte. Die müssen da durch. Basta, passt. Vielleicht packt er jetzt auch Modelltank davor, man weiß es nicht. Ich würde einfach noch einen Panzer dazu packen und jetzt Marksman. Kann er sich in der Mitte auch drum kümmern. Und den auch noch dahinter. Schauen wir uns das mal an. Ja, 100 sparen wir. Nächste Runde geht der Rhino Rush Roll los. Würde sowas immer vertikal, also ne, so stellen und nicht so, weil die Panzer sonst mehr Schaden an dem machen. So, und jetzt kommen wir gleich von allen Seiten in die Headquarter gelaufen. Dem Gegner halt seine Probleme erhalten. Da wird bei den Panzern Panzerplatten ist wieder reingenommen. Das ist hauptsächlich gegen Fangs gedacht. Also ich denke, dass diese erste Aufstellung, ne, dass meine Modelltanks hinter den Panzern stehen und ich deswegen seine Arclights eigentlich rausnehme aus der ganzen Geschichte, dass der dem komplett hinterherläuft im Moment. Das ist ein Riesenproblem für den gewesen, die Überraschung. Barrier Skill. Okay, los geht's. Von den Seiten reinlaufen. Auch hier ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man einfach, ach, Vollspeed rein und Schnauze. Und dann werden ja hier Upgrades vergeben. Manchmal zeigen sie immer komisch an. Ich will nur sicher gehen, dass sie wirklich in die richtige Richtung laufen. So.
Hacken wir uns jetzt durch. Ach, den habe ich jetzt ignoriert, ne? Da hätte ich den Satelliten natürlich da unten hinstellen müssen, einen. Habe ich jetzt komplett ausgeblendet, den einen. Ich war zu begeistert von meiner tollen Idee. Scheiße. Aber jetzt kommen die Satelliten vom Gegner auf jeden Fall. Das ist, ne? Wie die, egal wie die Runde ausgeht, kostet den 100 Punkte. Das ist schon mal okay. Wenn es auch nicht so schlimm ist, die Flanke vergessen habe. Nächste Runde können wir dann zulangen. Nächste Runde stehen wir dann in den Startlöchern. Und haben die Panzer mehr und 100 mehr Einkommen. Obwohl die ja rechts mit denen kämpfen, wie ich gerade sehe. Aber der splittet, ne? Dessen kämpft er nur ein halber. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, also er hat keinen Charge Shot drin. Das ist schon mal ganz angenehm. Doppelte Feuerrate ist auch unangenehm. Aber ne? Ohne Charge Shot und ohne Doppelte Feuerrate in Kombination habe ich eine gute Chance, dass sie jede Runde jetzt durchlaufen. Also ich gebe das Photon Coating wahrscheinlich aus. Er wird jetzt einen Hacker dahin stellen, vermute ich. Oder die Dinger upgraden wie so ein Irrer. Und dann sehen wir mal, wie weit wir da kommen. Der Hacker immer so als Zeichen. Er fast versucht, die Dinger zu holen. So, wenn der Hälfte der, die Hälfte da runter geht. Man weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal das hier, um den Druck hier oben aufrecht zu halten. Also, Tank hier machen. Mehr laufen lassen. So, es kommt von links die Flanke, das wäre natürlich fies. Meine Hoffnung wäre wirklich, dass er auf die Vögel setzt die ganze Zeit, weil dann werde ich nämlich gleich meine verbesserten Vögel hier, also eine Reichweite, hätten hinsetzen und dann werden sie die One-Shotten, die Dinger. Wenn er keinen Hacker holt, wäre mir wirklich lieber. Ganz viele Kleinviecher unterwegs. Wir kommen, wir kommen. Ein bisschen Verlust ist halt immer. Naja, meine Luftabwehr ist ein bisschen dünn und noch beschäftigt, Crawler zu töten. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich mache gleich die Phoenix dazu. Und ich outrange die und das ist wirklich eine nette Sache. Also diese 20% Phoenix-Geschichten, die ich jetzt habe, die sind tatsächlich eine sehr gute Antwort auf normale Phoenix. Ist natürlich das Problem, wenn die schon Level 2 haben, aber ne, mit dem gleichen Level sind die eine gute Antwort. Also Bodenkampf haben wir gewonnen, jetzt müssen wir den Luftkampf noch gewinnen. Und mein Gegner natürlich genau andersrum. Mal sehen, ob wir das schaffen. Er hat die auch geholt, merke ich gerade. Ist sehr ungewöhnlich, das gegen Rhinos zu holen tatsächlich. Kleinvieh töten. Deployment-Modul. Vielleicht kriegen wir die ja abgeknallt, zwei von denen. Ja, die Dinger an den Seiten, die stören mich langsam. Puh, zu viele Baustellen im Moment. Das sieht nicht so aus, ob das schön enden würde. Ich muss halt jetzt die Phoenix holen, um seine abzuknallen. Und ich muss mich aber auch um die Flanke kümmern. Und ein Upgrade müssen wir auch ausgeben. Ist einfach zu viel. Und das Kleinvieh müssen wir auch mit irgendwas töten, irgendwann mal. Lässt sich halt jetzt leider nicht ändern, alles.
erstmal einen Rage ausgeben, damit die einfach schneller sind. Ne? Sehr wichtig ist, die Headquarter erreichen. Zack, danke. Nice. Haben noch null Schüsse abgegeben, aber nächste Runde helfen sie, glaube ich, gut aus. Vielleicht sogar diese Runde nochmal gucken. Marksmen schießen endlich wieder mit. Headquarter! Hätte auch eine Sekunde später kommen dürfen, aus meiner Sicht. Das Crawler-Problem haben wir aber gleich gelöst. Die stehen ja schon in den Startlöchern, meine Freunde. Schneller schießen hat er genommen. Oh, nochmal eine Wespe dabei. Das nehme ich, glaube ich. Gegner maximal abfacken. Machen wir es auf einer Seite. Die haben wir hier halt fett gelevelt, ne? Versuchen wir das hier vorne auszuhelfen. So, Crawler. Er hat ein Level da unten. Tut wahrscheinlich nicht weh. Kein Risiko eingehen. Okay. Aufleveln. Ja, muss ja sein. Geht ja nicht anders. Gerade wegen einem Elite-Punkt, aber was soll ich machen? Die laufen beide auf die Mitte zu. Kann man die vielleicht schneller töten, wenn die hier reinlaufen? Sie alle im Satelliten sterben und dann kann ich direkt durchlaufen. Die Frage, ob es eine Wespe von hinten holt. Die werden jetzt hoffentlich die beiden Level 3 durch die Wespe ein Stück abgelenkt. Oder getötet. Ist beides okay. Ist aber weder noch der Fall. Okay. Melting Point. Aber ich krieg's Headquarter noch. Da wäre jetzt so ein Upgrade fürs Headquarter vielleicht eine machbare Geschichte für ihn. Naja, ich habe einfach zu wenig Schaden. Diese eine Runde eben mit den Flanken und den Satelliten, die hat mir wahrscheinlich den Levelunterschied zu stark gekostet. Also diese Level 3, die töten einfach zu schnell die Dinger. Ich habe rechts den Kampf verloren gegen den Crawler, echt? Krass. Gut, war ja Level 1 gegen Level 2. Da muss man halt auswendig wissen, ob das halt Level 1 mit dem Upgrade gegen Level 2 ohne das Upgrade gewinnt oder nicht. Und ist wohl nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich eventuell, wenn ich noch lebe, die Schuss, danke, den da ablenken kann hier vorne mit was. Je nachdem wie er steht, kann ich vielleicht da einen Crawler oder so hinstellen, dass er ein paar Schüsse da reingibt. Improved Melting Point. So viel Scheiße steht da rum. Aber immer noch kein Level. Okay. Nee, das wird nicht funktionieren. Aber so viel Kleinvieh, das könnte man jetzt schon töten. Komme ich da vielleicht ein Stück schneller durch gleich. Ansonsten mit dem Beacon, die vielleicht an dem Melting Point einfach vorbeilaufen lassen. Ja, da unten bräuchte man anscheinend noch einen zweiten. Jetzt ist Level 3. Mal gucken, wie das ausgeht. Ist alles langsam stationär, bis auf den dummen Crawler da, ne? Ich glaube, ich mache hier nochmal zwei von denen. Hacken wir uns da gerade durch die Fronten. Ah, die Krabbler hat diese Runde geholt.
War eigentlich ein No-Brainer, muss man sagen. Hätte ich mitrechnen können. Wenn er jetzt gewinnt, hat er halt das Spiel gewonnen. Und das für 50 Punkte zu gewinnen, ist, glaube ich, kein schlechter Call. Ich habe sein Headquarter aber gesniped. Also vielleicht schaffen es meine Crawler jetzt von den Seiten, das zu retten. Wozu hin? Außer in die richtige Richtung, dann sicher vor dem. Ja, leider ist Headquarter getroffen worden in letzter Sekunde. Naja, dann laufen die alle in ihren Tod. Es ist wirklich sehr schwierig heutzutage mit Rhinos was zu machen. Ich meine, gestern das Rhino-Spiel hat ja funktioniert, aber man sieht ja eigentlich, wie einfach das zu kontern ist, ne? Hacker wäre nochmal eine andere Lösung. Vielleicht, wenn ich das Headquarter hole, hackt der sich jetzt noch durch die letzten. Ich glaube auch, dass der Charge Shot extrem viel besser ist als die Dings da. Ich habe keinen Fernkampf mehr, keinen Luftkampf. Als Feuerrate, gerade gegen Rhinos. Schade. Lebe ich noch? Ja, wir leben noch eine Runde. Heavy Armor. Das Schild kostet aber weniger. Genau, wir gehen jetzt da runter und dann direkt aufs Headquarter. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Tja, wie töten wir die dicken Dinger? Das wäre halt die Frage. Die leveln einfach nicht auf, obwohl sie den Kampf gewinnen. Das ist ja ärgerlich. Panzer. Ich glaube nicht, dass ich den Wirbel oder sowas brauchen kann. Puh. Ich mach die Flugzeuge. Dann schießen wir das ganze Kleinzeugs ab. Ich mach das auch von rechts nach links einfach. Ja, das könnte meine letzte Runde sein, von daher machen wir hier noch. Was machen wir noch? 250 kriege ich nichts Gutes, ne? Hätten wir vielleicht anders machen sollen. Dann beschleunigen wir das jetzt hier alles. Vielleicht macht das ja einen Unterschied, wenn die früher an die Front kommen. Und tot. Ja, die werden von den ganzen Modelltanks festgehalten. Aber das Headquarter haben wir wieder. Und jetzt mal gucken, ob die rechts der Blob sich da durchkämpft durch die Elite. Weil die Crawler, die da von mir über sind, die lenken ja alles ab. Und jetzt müssen wir von rechts nach links uns arbeiten. Wir kommen! Ach, das Headquarter Half-Life. Nice, die Crawler, nice. Tja, wie kriege ich die Rhinos jetzt zum Laufen? Mit einem größeren Strike vielleicht. Ganz viele Crawler da durchlaufen lassen. Damit diese Damage-Dealer da abgelenkt werden und das Kleinvieh. Ich glaube, ich versuche das mal. So als großer Überraschungsfaktor. Dass wir jetzt wirklich als Crawler-Gruppe da auftauchen. Wenn Satelliten kommen, sind wir natürlich am Arsch. Ein bisschen Glück treffen die dicken Dinger. So. Und dann eben auch da richtig schnell durchgehen mit einfach allem. Und Speed und alles.
Mal sehen, ob das eine Wirkung erzielt. So, was haben wir denn hier? Dreier-Level. Ja, das wäre jetzt ein bisschen gefährlich sonst. Und jetzt mit dem Beacon. Können wir da irgendwas Sinnvolles machen mit dem Beacon? Die von dem Laserstrahl beschützen. Das Dahinlaufen ist ein bisschen schwierig für die Jungs. Ich weiß nicht, ob das so geht. So, und jetzt alle gemeinsam. Crawler Spam Olé. Headquarter, das wäre auch schön. So, und jetzt Crawler Spam mit Headquarter. Da könnten jetzt ein paar Spawns rauskommen. Die rechts haben sich auch vermehrt. Die links haben sich vermehrt. Da war halt genug Material zum Replizieren, muss man sagen. Guckt euch mal die Crawler Spam an. Überall sind Crawler, sie werden immer mehr. Ah, der war irgendwas gewesen im Headquarter. Ah, eine Vespa hat er geholt. Okay, habe ich Luftabwehr? Ja, kann man Luftabwehr nennen. Also der Crawler-Spam ist auf jeden Fall echt. Das bleibt genau eine Runde. Nächste Runde sind überall Flammenwerfer und Co. Ne? Die Frage, ob die Runde vielleicht gereicht hat bei 1200 Leben. Es sind so viele Crawler. Ich hoffe, es hat gereicht. Ich möchte nicht den Flammenwerfer ins Gesicht schauen nächste Runde. Ja, wunderbar, wunderbar. Damit beende ich heute das Spiel. Das hat Spaß gemacht. Ich will nicht mein Glück weiter herausfordern. Das war für mich mal witzig. Ich bin weg. Ciao, ciao.